Total und recht herzlich willkommen zur Show, zur Star Wars Show Deutsch. Star Wars Show Deutsch. Ja, da ist er, der letzte Trailer. In wenigen Wochen können wir uns den Film angucken. Codename Rogue One. Nun wissen wir, was auch Rogue One bedeutet, warum Rogue One gefragt wird. Es ist ein Code. Sie wollen einen Code, damit sie landen können. Rogue One. Okay, wir wissen jetzt auch, dass ihr Vater involviert in diesem Todesstern. Also ist schon wieder mal ein sogenannter Gewissenkonflikt. Der Vater auf der bösen Seite, der einen Todesstern baut für die Allianz bzw. Imperialisten, und die Allianz versucht, es durch sie zu stehlen. Ich meine, die Uniformen sehen super aus. Wir haben sie ja uns lang genug angesehen. Und The Star Wars Show aus England bzw. Amerika hatte es vorhin auf Smartphone gebeamt. Und wem sage ich das? Die Eingefleischt. Also ich spreche ja heute für die eingeschalteten Kunden, die tagtäglich bei uns im Shop, Star Wars Shop, einkaufen kommen. Ja, wir schauen mal, ob wir die neuen Figuren. Nur die neuen Figuren sind natürlich nicht günstig. Haben ihren Preis, und nur die Eingefleischten kaufen ja auch diesbezüglich auch nur die gute Qualität. Und die gute Qualität hat ihren Preis. Nun mal über den Film. Man sieht auch, dass ein Bein ihm fehlt, dass er auch ein künstliches Bein hat. Keiner von euch wird wohl, wenn überhaupt, nur im englischsprachigen Raum Rebels gesehen haben. Rebels dritter Teil läuft ja auch, und die dritte Staffel. Und in dieser dritten Staffel sieht man eine Menge. Uns wird erklärt, wie die zusammengekommen sind, wie die ausgebildet worden sind als Jäger und das Ganze. Auf das werden wir verzichten müssen bei Rogue One. Wenn überhaupt, wird Darth Vader dieses seines Schwertes irgendwie sicherlich, wenn wir Glück haben, erheben und zuschlagen, wer weiß. Wir haben Zehntelsekunden nur gesehen. Wir werden halt Fotos daraus ziehen und die bei uns auf unserer Seite und auch in unserer Sendung ausstellen, ausdrucken. Und wir werden uns die mal näher anschauen, wie er da wieder demonstrativ auf den General zugeht und mit ihm spricht. Also ist ja, ne? Ich weiß nicht, ob ihr da schon gejubelt habt. Es dauert ja immer ein paar Tage, bis es gesagt ist. Wir haben natürlich alles sofort. Wir senden es ja auch sofort. Wir sprechen ja auch sofort. Wir haben jetzt auch, wie gesagt, sofort die Sendung diesbezüglich gemacht. Und bin auch extra für euch wieder ins Kylo Ren Kostüm gesprungen. Wie gesagt, noch einmal. Wir kaufen keine teuren Kostüme, könnten wir. Auch wir arbeiten mit Wicked Armor und mit Itzei. Itzei ist so eine Art europäischer Markt, wo man dann die ganzen Star Wars Sachen einkaufen könnte. Meistens ist aber Itzei, blenden wir einfach mal unten ein, etwas teurer. Also ihr müsst schon den Markt sondieren, um Schnäppchen zu machen. Viele von euch haben ja schon zig Schnäppchen gemacht. Es gibt ja auch Eingefleischte bei uns unter den Begeisterten, wo wir einkaufen könnten. Werden wir sicherlich machen. Wir horten das Geld noch ein bisschen. Dann werden wir bei ihm einkaufen. Wen wir meinen, werden wir euch dann auch sagen, weil auch wir zusehen, dass wir es günstig bekommen. Nochmal für die Kunden. Wir kaufen das also alles ein, um damit zu arbeiten und eine Sendung damit zu machen. Und diesbezüglich kann man das natürlich dann nach der Sendung bei uns im Shop kaufen. Wir haben jetzt hier keine Massenware. Für alle Zuschauer, die 12 plus sind, an alle Zuschauer, die 6 plus 12 plus sind, also wir Generation 55 plus und 65 plus, die den Anfang von Star Wars mitbekommen haben, da gab es noch Fachgeschäfte, richtige Spielzeugfachgeschäfte, keine Rampel, Rumpel und was weiß ich Läden. Nee, da gab es noch richtige Fachgeschäfte mit einem richtigen Facharbeiter bzw. Fachkraft, die wirklich von A bis Z euch diesbezüglich alles erklären und auch verkaufen und auch
auf den Weg bringen konnte. Ihr konntet Fragen stellen, euch wird geholfen. So, und das sind natürlich auch wir. Wir, die jetzt hier diese Sendung machen, The Star Wars Show in Deutsch, also die Star Wars Show Deutsch, von mir ist auch, wir wissen halt noch. 2017 wollen wir ja so richtig loslegen und dann wird hier auch eine Figur auftauchen. Aber wir mögen mehr Old Republic. Und auf diesem Weg fragen wir halt noch einmal Disney, Hello Disney. Wir würden uns freuen, wenn Disney Old Republic aufgreifen würde. J.J. Abrams hat gar nicht mal so Nein gesagt. J.J. Abrams hätte schon Interesse, diesbezüglich Old Republic aufleben zu lassen. Knights of the Republic kann sein, oder ein anderes Wort, irgendein Teil. Ich meine, Old Republic spielt 4300, 4600 Jahre vor überhaupt alles jetzt hier zu sehen war. Warum sollten wir nicht 4500 Jahre dorthin springen und der Anfang? Ja gut, jetzt gerade vor ein paar Minuten schrien alle wieder Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi. Gut, Obi-Wan Kenobi, der Darsteller, McGregory, der möchte auch, ne? Mindestens zwei hätte schon Lust drauf. Gut, über Obi-Wan Kenobi kennt man nicht allzu viel. Man könnte dann ja auch den anderen Schauspieler nochmal fragen, okay, er ist verstorben, aber wir gehen ja dann davor, bevor er stirbt. Teil 1 könnte man ja Qui-Gon Jinn, ne? Und dann andere wollen Darth Maul. Ja, also Darth Maul, also auf Deutsch alle. Auf Deutsch alle, aber warum fangen wir nicht vorne an? Bei Reven, bei Nilius, Mogus, Malak, warum fangen wir nicht da an? Gehen wir da hin. Also ich persönlich bleibe ja immer noch bei den Piraten, ne? Also die Space Cowboys, ne? So an, aber die Handlung, ich meine, Han Solo könnte man ja ruhig, okay, aber da sollte man auch schon die Leute aus Old Republic mit einfließen lassen, bei Han Solo vielleicht schon, ja, die ganzen Schmuggler, ja, ihr wisst schon, den Ken, den gewissen Schmuggler, der aussieht wie ein Cowboy, mit den beiden Zwillings-Laser-Sachen, also, sowas ähnliches würde mir persönlich vorschweben, wenn wir da wirklich, wir von unserer Show her, wir werden weiterhin und weiterhin mit Disney sprechen. Wir haben auch Disney geschrieben, ist klar, die haben uns zurückgeschrieben. Ja, die Interesse ist da, wir schauen, es hört sich gut an und so weiter. Warum auch nicht? Weil ABC, das Studio, ABC, das amerikanische Studio, will ja auch eine Serie. Ist ein bisschen ruhig im Moment, aber die fingen ja auch an. Die würden gern eine Serie auf den Weg bringen. Vielleicht klappt es ja da, dass die vielleicht auch in der Serie Old Republic für die ganzen Gamer, die die SWAT-Spiele spielen, Old Republic-Spiele spielen, warum denn nicht auch Brettspiele jetzt am Wochenende, deswegen heute mal den Videoclip gemacht, nicht nur wegen Teil 3, nein, sogar wegen der Spielemesse in der Stadt Essen. Spielemesse, Stadt Essen, Leute, da geht es auch wieder zur Sache. Sollte Zeit sein, wirklich, sollte Zeit sein, weil ab morgen, den 13. bis zum 16. ist in der Gruga die Spielzeugmesse, beziehungsweise ab heute den 13. Ab heute den 13. Ja, ist die Spielzeugmesse und wenn, ich habe zwar viele Kunden diesbezüglich, die da waren, also am 12. da waren, die, weil die ja heute bis zum 16. dort arbeiten, ihre Sachen machen mussten. Meistens werden wir aber angeschrieben von Firmen, die wiederum Gamesport machen. Ja, also diese normalen Warcraft und das alles. Aber das haben wir nicht im Programm. Wir sind ja nochmal reinweg ein Fachbetrieb für Star Wars. Star Wars. Und die, die wieder nicht wissen, was ein Fachbetrieb ist, ein Fachgeschäft ist, sowas gibt es. Also wir haben noch ein richtiges Fachgeschäft. Wir können darüber philosophieren, wir suchen euch alles raus, wir sprechen darüber, wir schauen auch, wo ihr günstiger einkaufen könnt. Auf diesem Weg natürlich ab nach München. Schaut, er hat es bestellt, er hat es. Und er ist stolz wie Oscar, er hat sich so sehr gefreut auf sein Nils-Kostüm. Und wie gesagt, erschreckend ist ja nachher am Ende der Preis. Man kauft, sagen wir mal, sowas für 400. Ah, 400, super. Ja, dann kommt Amerika dazu und freut sich. Ja, kannst du haben, ist kein Thema. 400 Euro und am Ende bist du 900 Euro los, weil der Zoll kommt dazu, das Paket kommt dazu, das Porto kommt dazu, Mehrwertsteuer kommt dazu. Also vertut euch nicht, wenn ihr im Internet ein super Kostüm,
Also wir können, also wir haben vielleicht vor, das Kylo Ren Kostüm nach und nach zu ordern. Kostet am Ende nur der Wams, ja, aber wirklich 1 zu 1, wie der Schauspieler es trägt, 3.500 Euro. Ist natürlich harter Tobak. So, noch einmal für die Zuschauer, für die Begeisterten und auch für die Kunden, die diese Sendung sehen. Wir kaufen natürlich die Kostüme so ein, dass sie vor der Firma her passen und auch vor der Kamera passen. Und darum kaufen wir jetzt kein Kostüm von 3.500 Euro, nur als Moderator jetzt hier vor der Kamera zu stehen und den dritten Teil oder die Freunde von 501 vorzustellen, reicht natürlich auch so ein Kostüm. So ein Kostüm hätte natürlich jetzt keine Chance, bei 501 unterzukommen, weil es ein Moderatoren ist zwar gut verarbeitet, aber für die Moderation ist dieses Kostüm vollkommen in Ordnung. Ist alles geliefert worden, alles dabei, auch Handschuhe trage ich jetzt nicht. So, noch einmal Fachgeschäft, Kunden, Freunde und Begeisterte von Facebook und YouTuber. Dieses Schwert kann sein, dass das Vader es schwingen wird. Wir haben ja jetzt eine Menge gesehen. Also wir haben sogar noch mehr gesehen. Und wir haben den Ursprung gesehen in London auf der Convention. Also sie springt ja in ihre Erinnerung zurück als Kind. Na, und dann rennt sie da über das Feld als Kind, so 12 Jahre alt. Also. Und dann erschreckt sie sich, dann ist sie wieder Frau. Und erinnert sich halt zwischendurch, sie ist ja in einem Zwiespalt. Ihr Vater baut den Todesstern. Ja? Alles ist wirklich echauffiert darüber, wenn dieses, das geht nicht, wenn dieses, ne, dieses Model, also Star-Aufgebot ist ja bei Rogue One gegeben. Da geht kein Weg dran vorbei. Also Star-Aufgebot ist. Ja? Also, ihr könnt ja jetzt selber darüber philosophieren, ihr könnt drunter schreiben bei YouTube oder bei Facebook oder bei den Begeisterten oder beim Sondersender NRW-TV. Es ist eine tolle Geschichte. Es ist wirklich eine tolle Geschichte und Walt Disney sollte sich wirklich mal zurücklehnen und das Echo der Fans beobachten. Gut, die beobachten natürlich erstmal die Aktien, die beobachten erstmal den Markt und sollte Rogue One, wohlgemerkt, sollte Rogue One einschlagen wie eine Bombe und die machen da, was weiß ich, ich gönne Disney diese 2 oder 3 Milliarden Euro Umsatz. Ich hoffe, dass sie es schaffen, weil sollte Rogue One nur 758 Millionen, ist ja Peanuts für die. Das hat ja George Lucas mit einigen Teilen 585, 789 Millionen Einnahme. Da war die Ausgabe nachher höher und so weiter und so fort. 2,2 Milliarden hat Episode 7 Disney gebracht. Und das ist schon eine Menge. Der Asienraum ist auch erkoren, deswegen wurden ja auch jetzt schon mal 2 Asiaten eingearbeitet. Dann hat er natürlich alles einen Sinn, die Story. Ja? Ein bisschen Witz ist auch dabei und all solche Sachen. Also wir haben die deutsche Variante ja jetzt schon gesehen. Wir haben uns das Ganze, die ganzen Dreier und Spin und alles, was wo er mal zusammen. Und dann wissen wir halt, was wo ungefähr auf uns zukommt. Wir sind selber Filme machen, wir wissen also die Wege der Dramaturgie, die Scripts, wie die Scripts geschrieben werden, wie die aneinandergereiht werden. Also wir können uns da schon ein Bild machen. Ja? Sie wird festgenommen, aber nicht als Rebellin, sondern sie wird geordert, sie wird also freigelassen oder die Rebellen übernehmen und so weiter. Also es wird schon so eine Art Mischmasch sein. Es wird auch Vater-Tochter-Konflikt sein, ganz kurz und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, wir wollen natürlich hoffen, dass sie überlebt. Das hat man ja nicht. Also, wer Teil 4 kennt, wenn Darth Vader da so schaut und nachher Luke Skywalker seine Bömmchen durch den Trichter jagt, hat man ja in der ganzen Zeit zuhören können, dass ja sehr viele, wie gesagt, beim Briefing hörte man ja, dass viele das Leben haben gelassen. Also, so einfach, also ist. Na, also so einfach, also wollen wir hoffen, dass sie überlebt, aber ob oder ob nicht. Ich meine, Rogue One ist so ein Ausreißer, so ein Spin-off, so ein, naja, wir wissen noch nicht, hoffentlich kommt er an, ne, Disney. Bei uns Fans kommt er an. Also ich schau, egal. Da steht ein Stempel drauf, Star Wars gucke ich. Star Wars Klatsch gucke ich mir an. Ne, da geht kein Weg dran vorbei.
ich gehe jetzt hier ins Kino. Okay, Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim ist das Cinemax. Mal gucken, die haben da so eine Art 4D-Kino mit Sound, Rappel und alles, mag sein. Schaue ich mir, oder in der Lichtburg, die haben auch gutes Soundsystem. Das ist unser ältestes Kino hier in der Stadt Essen. Mal schauen, in welches Kino es mich reizt. Ich werde natürlich wieder mehrmals reingehen und danach werde ich auch wieder darüber sprechen. Bei Episode 7, ja, ist ja auch. Dreimal hat man sich das Ganze angeguckt, einmal in 2D normal, dann in 3D, 4K, 9.1 Dolby Surround mit allem drum und dran, das rappelte richtig, der Sitz fing an zu wackeln und so. Das war schon eine tolle Geschichte. Ja, die 24 Videoclips kommen auch, 24 Videoclips für Weihnachten kommen auch. Wir haben auch so schon den Weihnachtskalender, ja. Wir haben also auch schon den Weihnachtskalender und dann schauen wir mal. Also, in welches Kostüm gesprungen wird, verraten wir jetzt nicht. Aber wir werden die Show, also wir haben ja schon, wir bauen ja auch weiter und wir haben ja auch, na, wir sind ja hier kräftig am Arbeiten, um Dezember vorzubereiten. Ja? Wir werden also auch schon ein bisschen bei Halloween, ein bisschen arbeiten mit den Kostümen, weil die sehen ja schon ein bisschen gruselig aus für einige ab 6 plus, 12 plus. Reeven zum Beispiel in seiner Vollmontur. Dann arbeiten, wie gesagt, hier an diesem Kylo Ren 1 zu 1. Und eine Figur wird aber leben. Eine Figur wird leben. Diesbezüglich haben wir jetzt auch wieder einen Wams bestellt. Wir wissen ja nie, weil das ja auch unsere Körpergröße hergestellt wird. Wir wissen ja natürlich nicht, wann das kommt. Wollen wir hoffen, dass es geliefert wird. Ist ein einfacher Wams, aber ein gut verarbeiteter Wams mit allem drum und dran. Und dann diese dramaturgische Maske dabei. Also es wird schon ziemlich toll werden. Und dieser wird dann die Sendung machen als Moderator. Ja, wir mussten ein bisschen umdisponieren, weil so einfach ist es nicht, Moderatoren zu finden. Der Aufruf bleibt, in jeder Sendung suchen wir Moderatoren. Aber im Dezember, die Kunden vor Ort im Dezember, die werden natürlich Star Wars erleben, wie es sein muss, in einem Special Room mit Figuren. Wir werden Special Filmchen machen, Special Fotos, die dann mit einarbeiten. Also einige Fans können dann so ein Highlight, sie können dann mitten im Film mitmachen, wir arbeiten sie dann mitten ein und die Fotos können dann bei uns hier auch abgeholt und gemacht werden im Green Studio sofort. Na, ihr müsst nicht warten, ihr sitzt daneben, ihr seht, zack, zack, zack und nehmt es dann mit. Ist eine wunderbare Idee für Weihnachten und wir, wie gesagt, wir arbeiten daran an diese 24 Türchen. Also, wie habt ihr es jetzt? Kommt zum Schluss, darum ging es ja hier, um den Abschlussteil. Was glaubt ihr, was kommt auf euch zu mit Rogue One? Es wird einfach klasse werden. Es ist Star Wars. Und was Schöne an der Geschichte ist, bald ist ja auch The Rebels. Ja? Bald ist auch The Rebels, dritte Staffel. Ja? Star Wars kommt und so weiter. Also lasst euch überraschen, es wird toll werden. Wir sind im totalen Umbruch. Und das meinen wir auch ernst. Da ist eine Menge dran. Also ihr habt Rogue One als Code, wissen wir jetzt. Dritte Staffel von Rebels kommt auf uns zu in Deutsch. In Englisch können wir euch das alles zeigen, ist schon da. Wir kriegen ja jedes so, heute Abend kriegen wir wieder sicherlich eine SMS. Dann ist wieder zu sehen von der Show. Die sprechen drüber und so weiter und so fort. Gebt uns ein Echo, positiv wäre gut, negativ kennen wir auswendig. Irgendeiner muss ja immer nörgeln, das ist normal. Aber wir, die positiv denken, wir wissen ja, was Begeisterung bedeutet, wir wissen, was Star Wars bedeutet und wir wissen, na, wir können halt mal darüber sinnen. Old Republic, das wäre genial. Old Republic, ja? Komm. Also, wie gesagt, München freut sich. Ja, ist eben so. Ja, vielleicht schaffen wir ja irgendwann mal in näherer Zukunft alle irgendwo zusammenzukommen, etwas zu machen. Also 2017 geht es ja richtig los, Leute. Wer Zeit, Lust und Laune hat,